Küche hat sich in den letzten Jahren vom kleinen externen Raum in den Wohnraum versetzt. Sie hat sich etabliert zur Wohn- und Lebeküche und ist wesentlich wichtiger geworden, als das vor 20 Jahren war. Ich denke, in erster Linie ist zu achten, dass man einen guten Küchenbauer findet, der das Verständnis hat, auf den Kunden einzugehen, ihn zu evaluieren, was er wirklich genau braucht, um dann wirklich ein Konzept machen zu können, das eben individuell ist, was die heutige Küche verlangt. Dann sollte man schauen, dass die Küche sich im Raum richtig ausrichtet, dass man die Aussicht der Wohnung oder des Hauses so hält, dass man beim Arbeiten nicht an die Wände arbeitet, sondern in die schöne Richtung des Haus- oder Wohnbereichs schaut und sie wirklich dann auch kommunikativ brauchbar wird. Die Ergonomie war früher kein Thema. Man hat die Küchen einfach in der normalen Höhe 89 bis 90 gebaut und heute schauen wir bei jeder Individualküche auf die Größe des Kochenden, dass die Ergonomie stimmt. Das heißt, die Küchen können sich dem Kochenden anpassen. Die Ökologie hat Einzug gehalten in der modernen Küche. Die Geräte sind sparsam geworden, die Materialien sind authentisch. Es wird mit ökologisch guten Materialien gearbeitet und der Trend ist zunehmend. Vor allem in der Elektro- und auch in der Wasserverbrauchsebene ist man stark zurückgefahren. Was interessant ist in der Schweiz vor allem, ist, dass ich aber dann letztlich doch wieder eine Mehrbenutzung des Strom und Wassers ergeben hat, da man einfach wesentlich mehr Geräte einbaut in einer Küche.